Wolltet ihr schon immer mal einen Menschen retten? Auf der Straße? Ich auch. Deswegen habe ich mir heute dieses Spiel hier runtergeladen und wir werden heute gemeinsam versuchen, diese Person, die da einfach vor dem Zebrastreifen steht, zu retten. Wir haben also hier ein Auto und wenn wir es falsch machen, dann werden wir diese Person nicht retten können. Wenn wir allerdings hier einen kleinen, aber feinen Seilzug hinmachen, dann können wir auf Ready drücken und ich hoffe, da kommt auch ein bisschen Ton, dann können wir diesen Typen retten! Woo! Yeah! Woohoo! Nice! Level 1 ist geschafft. Okay, gut. Damit bekommen wir 50 Münzen und wir haben tatsächlich hier ein weiteres Level vor uns. Okay, das bedeutet also, wir haben hier wieder die Möglichkeit, wieder was zu tun. Ich glaube, wir können hier tatsächlich ein Seil ziehen und wir können nochmal ein weiteres Seil ziehen, weil damit sind wir dann, glaube ich, sicherer. Oben haben wir übrigens die ganze Zeit eine weitere Schnuranzeige, wo dran steht, wie viel Schnur wir noch zur Verfügung haben. Das heißt also, wir können also nicht unendlich Schnur verwenden. Ne? Das Auto kommt. Oh mein Gott, das Auto hat gerade einfach ein Seil durchgeschnitten gehabt, aber es ist ein Success und wir haben 50 weitere Punkte bekommen. Oh mein Gott, was? Okay, wir haben jetzt zwei Leute, die tatsächlich vor uns stehen und der eine ist grün, der andere ist blau und wir müssen jetzt tatsächlich eine schlaue Möglichkeit finden, hier eine gute Sicherung hinzubekommen und ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall diese schwarzen Seile und wir können dann dementsprechend mit dieser Kreuzformation vielleicht besser diesen Truck aufhalten. Oh mein Gott, Alter, das ist jetzt einfach gerade eben ein richtiger Truck gewesen, der fast durchgekommen ist, aber wir haben tatsächlich jetzt nur 2 Sterne bekommen. Okay, no thanks. Oh mein Gott, was geht denn jetzt ab? Okay, da kommt jetzt ein Sportwagen auf uns zu und jetzt müssen wir aber wieder, warte mal, machen wir mal einfach mal von links nach rechts, so. Und dann haben wir übrigens noch 44 Meter schnurfrei und dann würde ich sagen, machen wir einfach so eine richtige Kreuzformation, weil damit haben wir auf jeden Fall mehr Sicherheit und damit können wir auch, glaube ich, den Sportwagen aufhalten. Ich hoffe mal. Oh, okay. Puh, da sind ein paar Seile gerissen, aber es sah ganz gut aus. Ich würde sagen, wir haben das relativ in Ordnung hinbekommen und eine neue Map freigeschaltet. Oh Gott, okay. Das heißt also, wir haben jetzt tatsächlich, oh mein Gott, was ist das? Ein Zug? Ein Zug? Oh mein Gott, da ist ein Mensch, der tatsächlich mit seinem LKW einfach gerade auf den Schienen stehen geblieben ist. Und wir müssen jetzt wieder versuchen, unser Seil aufzuteilen. Ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal, oh mein Gott, das sind sogar keine Seile, das sind sogar Ketten. Okay, diese Ketten müssen wir auf jeden Fall erstmal so machen. Dann würde ich auf jeden Fall die Ketten hier nochmal in der Kreuzformation machen. Ne? Und hinten ist dann nochmal eine zusätzliche, okay? Eine Sicherungskette. Da kommt der Zug. Oh mein Gott. Wahnsinn. Alter, das war gerade übertrieben krass. Wir haben einfach den Zug komplett aufgehalten. Gar nicht mal übel. Und ein weiteres Level freigeschaltet. Nice. Oh Gott, was müssen wir denn hier machen? Hier sieht das Ganze nach einer ganz interessanten Situation aus. Wir haben jetzt hier tatsächlich eine Art Bahnsituation. Das heißt also, wir nehmen jetzt erstmal hier die Kette, ziehen die da runter. Und dann haben wir hier wahrscheinlich nochmal das Gleiche. Ich glaube, wir machen das einfach mal überall. Jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher, was das genau bedeutet, aber ich glaube, wir halten dadurch die Brücke. Versuchen wir es mal festzuhalten. Ja, die Brücke wird festgehalten und dadurch kann der Zug dann über die Brücke fahren. Okay, alles klar. Jetzt müssen wir also einfach nur ein paar Seile platzieren, um dementsprechend einfach nur den Zug aufzuhalten. Gut, das heißt, hier haben wir das Gleiche nochmal. Machen wir einfach mal hier so den Seitenhalt hin. Es sind diesmal jetzt 2 Stücke, aber uns reicht ja die Schnur sozusagen aus, um alles so festzumachen. Sieht auch voll in Ordnung aus, aber wir haben sogar noch ein bisschen Schnur übrig und damit die Brücke ein bisschen stabiler ist, packen wir jetzt sogar auch Schnüre hier in der Mitte hin, weil das sind ja 2 voneinander getrennte Teile und wir müssen die besser fixieren und deswegen haben wir in der Mitte diese weiteren Schienen oder diese Ketten hingemacht. Okay? Und damit dürfte der Zug jetzt auch sicher, halbwegs sicher rüberkommen. Aber ihr habt gesehen, die Brücke hat schon ganz schön sehr gewackelt. Das heißt, hätten wir wahrscheinlich die Sicherung nicht mit reingemacht, hätte das Ganze wahrscheinlich nicht funktioniert. So, ich würde gerne das hier schließen, aber es funktioniert nicht. Oh mein Gott, wir kommen nicht weiter. Warum nicht? Muss ich mein Internet kurz anmachen? Ich mach kurz mein Internet an. Ich glaube, wenn es lädt, dann geht's weiter. Ah ja. Und schnell wieder das Internet aus. Tada! So. Ich hoffe mal, wir bekommen keine Werbung, okay? Man muss manchmal bei den Spielen, muss dann kurz Internet anmachen und dann wieder schnell aus. Dann kommt man nämlich weiter. Okay, weiter geht's.
Oh nein, jetzt habe ich Werbung unten. Nächstes Level. Ich habe die Werbung jetzt entfernt und wir können wieder spielen. So, wir haben jetzt eine weitere Klippe. Wir müssen diese Klippe wieder versuchen zu bestreiten. Das bedeutet, ich gehe mal kurz erst in den Shop. Im Shop kann ich übrigens für 600 Münzen so eine, diese Kaugummischlange da kaufen. Oder einen neuen Zug für 0. Okay, cool. Alter, wir haben einfach einen neuen Zug bekommen. Einfach kostenlos. Wow. Kostenlos sind die Dinge am besten. So, wir müssen jetzt also wieder eine weitere Strecke bauen, damit der Zug sozusagen rüberkommt. Und ich würde mal sagen, wir machen auf jeden Fall so eine kleine Formation, dass wir sozusagen so viel Fläche wie möglich aufbauen können. Vielleicht sogar am Anfang ein bisschen mehr oder vielleicht auch in der Mitte ein bisschen mehr. Kriegen wir da noch... da reicht die Schnur leider nicht. Okay. Oh mein Gott, man kann sich aber auch 100 Meter extra Seil kaufen. Das brauchen wir nicht. Okay, wir gucken mal, ob wir da durchkommen. Er fährt durch, der Zug. Oh, aber wir sind sicher gelandet. Okay, ich glaube, das war auch das Ziel der Karte an sich. Also wir mussten, glaube ich, einfach nur dafür sorgen, dass der Zug nicht in den Abgrund fällt. Okay? Oh mein Gott, da fährt jemand Auto und ist ganz schön schnell unterwegs. Und es sieht ganz danach aus, als ob wir hier eine weitere Baustelle haben. Okay? Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen auf jeden Fall die Seile hier. Dann nehmen wir das Seil da. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was das Seil eigentlich bringen soll. Wir haben hier nochmal diese Kisten da. Wir machen einfach mal auf Ready und schauen mal, was passiert. Jetzt habe ich also diese zwei Bagger. Ah, die zwei Bagger fahren vorwärts und sorgen dafür, dass die Kreuzung von diesen Kartons befreit wird und wir dann dementsprechend ein sauberes Ergebnis bekommen. Nun gut, also das Gleiche haben wir jetzt nochmal hier. Hier sind wieder zwei Bagger. Dann würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall, damit das Ganze stabil funktioniert, müssen wir auf jeden Fall hier ein kleines Dreieck bilden, okay? Damit das nicht wegfliegen kann. Und ich würde es vielleicht sogar hier fixieren, so. Und dann nochmal an den Seiten hier nochmal ein bisschen, weil dadurch ist dann sozusagen durch die Dreiecke an sich, ist dann eigentlich alles sehr gut fixiert aneinander und wir können das Ding hoffentlich aufräumen in dieser Dreiecksformation, weil das sieht jetzt alles deutlich da... Oh nein! Nein, das Auto ist dagegen gefahren. Es war ein Fail. Es war ein Fail. Oh no. Okay, wir müssen so schnell wie möglich hier diese Sachen verbinden. Ne? Hatten wir das gerade eben auch so? Ich weiß es nicht. Ich würde vielleicht nochmal den hier probieren, damit wir da nochmal ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen. Ich drücke mal auf Ready. Mal gucken, ob das besser aussieht. Dann haben wir in der Mitte einen starken Fokus und wir schieben und wir schieben und wir schieben. Ja! Yes! Oh, yes, Mann! Das sah gut aus. Das war in Ordnung. Okay, weiteres Level. Es gibt ein paar, oh mein Gott, ein paar Kisten und ein Auto, was sich tatsächlich komplett auf die Seite gelegt hat. Das sieht gar nicht gut aus. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, dass wir hier vielleicht nochmal eine Möglichkeit finden, wie wir das schnell aufräumen können. Okay, ich würde auf jeden Fall versuchen, so viel Stabilität wie möglich in das Seil zu bekommen. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier so eine Dreiecksformation machen, ne? Und dann hier nochmal diese Dinger da dran packen, ne? 8 Meter hätten wir jetzt noch übrig. Oh, da reicht das Seil nicht. Aber ich gucke mal, ob das hier möglicherweise ausreichen könnte. Ist das eine stabile Konstruktion? Ich bin mir nicht sicher. Oh, na... Oh, doch! Der Zug ist durchgefahren! Das war wie so eine Art kleiner Fehler vom Spiel an sich. Oh nein, und da ist jemand traurig und der andere weint und da ist ein Unfall passiert, so wie es aussieht. Es sieht ganz danach aus, als ob wir dieses Szenario mit diesem Zug-Autounfall aufräumen müssen. Deswegen, wir gehen mal einfach mal hier so dran, dann da so dran. Ich bin mir nicht mal sicher, müssen wir tatsächlich alles immer verwenden? Zum Beispiel so, können wir nicht einfach die Sachen sozusagen stehen lassen, ne? Dann nehmen die, oh nee, dadurch haben wir kaum Spannung und durch die, oh doch! Und was wir für eine Spannung haben. Meine Güte, man muss tatsächlich nicht alle Sachen benutzen, weil die Seile an sich ja eigentlich nicht reißen. Okay, es gibt jetzt eine neue Karte und da gibt es anscheinend irgendjemand, der aussieht wie der Joker ein wenig. Und wir haben jetzt also einen Kreis mit gelben Stücken vor uns, okay? Ich würde mal sagen, wir machen einfach mal
so die, einen Kreis voller dieser gelben Stöcke. Und dann passiert, glaube ich, irgendwas. Ich weiß nicht ganz genau, wir können vielleicht in der Mitte nochmal so ein Kreuz an sich machen, ne? Ah, ich weiß, was das ist, Wir müssen jemanden retten, ne? Der wie, der sozusagen runterfällt, oder? Wie auf ein Trampolin sozusagen. Ah, okay, der Typ wird von der Rakete geschossen und unser Trampolin hat ihn gehalten. Klasse. Haben aber tatsächlich keine gute Bewertung hierfür bekommen. Ich frage mich tatsächlich, was wir da... Eigentlich hätten wir keinen Kreis drumherum ziehen sollen. Okay, ich habe verstanden. Wir hätten keinen... Oh mein Gott, ein Säurepool? Das sieht gar nicht gut aus. Okay, gut. Wir nehmen mal jetzt die Taktik von gerade eben. Und hier würde ich tatsächlich eine Sternformation machen. Das heißt also einfach hier einen kleinen Stern ziehen. Dann haben wir sozusagen... Oder ist das ein kleiner Stern? Ich weiß es nicht. Aber wir haben auch nicht mehr genug Seil. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Mitte nicht so gut gesichert ist. Ich hoffe aber mal, dass derjenige nicht da runterfällt. Oh mein Gott. Oh nein! Er ist gestorben! Oh, Junge, das sieht gar nicht mal so gut aus. Schaut da nicht hin. Schaut nicht hin, okay? Meine werten Damen und Herren, ich würde sagen, falls ihr eine weitere Folge davon sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Videos, die ich tatsächlich hier auf diesem YouTube-Channel gedreht habe. Nicht vergessen zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen und natürlich unter shop.arizu.de vorbeizusehen für die besten Merchandise-Artikel überhaupt. Holt euch Dr. Auge und den Turm. Meine werten Damen und Herren, das war's. Haut rein, Leute. Und ciao!